Möchtest du erfahren, wie du mit dem Taschenrechner umgehen kannst? Schau dir das an in diesem Lernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich bin die Katharina. Du solltest schon längere Rechnungen mit deinem Taschenrechner durchführen können und du solltest wissen, wie man Funktionen auf dem Taschenrechner findet. Wenn du das alles kannst, dann kann ich dir zeigen, wie du ausrechnest, wie viel zum Beispiel 60% von 800 sind, wie du prozentuelle Zuschläge berechnest und wie du prozentuelle Abzüge berechnest. Bereite deinen Taschenrechner vor oder eine Rechner-App oder geh im Internet auf einen der Taschenrechner. Wenn du fertig bist, können wir anfangen. Für die Prozentrechnung brauchst du wieder eine eigene Taste, die Prozenttaste. So sieht sie aus. Und wenn du sie nicht gleich findest, schau dir das Video über das Finden von Zusatzfunktionen an. Die Prozenttaste trägt das Prozentzeichen. Mit ihr kannst du Fragen beantworten, die ungefähr so aussehen. Wie viel sind 66% von 2938? Wie viel sind 27% mehr oder weniger als 9283? Wie das geht, schauen wir uns das an. Die erste Frage lautet, wie viel sind 18% von 800? Also ein Prozentsatz von einem Wert. Denk mal nach. 800 ist also ein Grundwert und davon möchtest du 18% ermitteln. Wenn du das mit der Hand rechnest, rechnest du 800, das dividierst du durch 100, dann weißt du, was 1% ist und das multiplizierst du dann mit 18. Mit dem Taschenrechner sieht das ein bisschen anders aus. Zuerst gibst du den Grundwert ein, die 800. Und jetzt multiplizierst du das mit 18, also dem Prozentsatz. Und wenn du jetzt das Prozentzeichen drückst, dann wird sozusagen das dividiert durch 100 gleich in deine Rechnung eingebaut. Das musst du nicht mehr extra sagen. Also Grundwert mal Prozentsatz und du bist schon fertig. Das ist gleich fehlt natürlich noch und dann kommt ein Ergebnis heraus. Schauen wir uns das jetzt auf dem Taschenrechner an. Die nächste Frage lautet nun, wie viel sind 18% mehr oder weniger als 100? Die Rechnungen kennst du als Aufschlag, wenn du mehr haben möchtest, oder auch vielleicht als Abschlag oder Rabatt oder Abzug, dann muss man immer weniger rechnen. Wie funktioniert das mit dem Taschenrechner? Du beginnst wieder mit dem Grundwert und dann kommt entweder ein Plus für einen Aufschlag oder ein Minus für Abzug, Abschlag, Rabatt. Wieder der Prozentsatz und wieder das Prozentzeichen. Das bedeutet jetzt Prozent davon und das ist gleich, beschließt die Rechnung. Schauen wir uns auch das wieder mit dem Taschenrechner an. Hier muss ich dich warnen. Diese Art Rechnung, das schnelle Berechnen von 18% mehr oder 18% weniger, das kann nicht jeder Taschenrechner. Bei manchen kommt Unsinn heraus. Teste also mit diesem Beispiel, ob dein Taschenrechner wirklich auch so funktioniert, bevor du dich darauf verlässt, dass er das kann. Hier ist ein Checkpoint für dich. Drücke auf Pause, löse das Beispiel und klicke dann auf Weiter. Hier sind die Ergebnisse. Ich hoffe, du hast die gleichen. Wenn ja, bravo. Wenn nein, versuch's noch einmal. Fassen wir das Ganze zusammen. Die Prozenttaste benutzt du mit der Multiplikation für die Frage, wie viel sind Prozent von einem Grundwert. Mit der Addition für wie viel sind Prozent mehr als der Grundwert. Mit der Subtraktion für wie viel sind Prozent weniger als der Grundwert. Die Prozenttaste wird immer nach dem Prozentsatz benutzt. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Zuerst der Grundwert, dann das Rechenzeichen, dann der Prozentsatz, dann die Prozenttaste und mit dem ist gleich schließt du auch diese Rechnung ab. Es gibt noch andere Videos zu dem Thema. Wir sehen uns.